Nico Samsonidis bislang 8 Siege, eine Niederlage. Mohamed Trabelsi 10-mal gewonnen, 5 Niederlagen in seiner Bilanz. Samsonidis ist 2 Jahre älter, 1 Zentimeter größer und hat gerade mal 4 Zentimeter Reichweitenvorteil. Also nicht allzu viel. Den Rest erzählt zum letzten Mal heute Abend Marc Bergmann. Der Kämpfer in der blauen Ecke ist 24 Jahre jung. Seine Bilanz: 15 Kämpfe, 10 Siege, 4 durch Knockout, 2 durch Submission. Er wog ein mit 65,6 Kilogramm und repräsentiert das Team Munich MMA aus München, Mohamed Trabelsi! Und sein Gegner in der roten Ecke ist 26 Jahre jung. Seine Bilanz: 9 Kämpfe, 8 Siege, 3 durch Knockout, 5 durch Submission. Er wog ein mit 65,5 Kilogramm und repräsentiert das Team Spitfire aus Berlin, Nico Samsonidis! Das ist er, der Gürtel, den sie sich beide hier erkämpfen wollen. Auf diesen Moment haben alle MMA-Fans in Deutschland lange gewartet. Auch ohne den Gürtel wäre das hier ein großartiges Duell. Mohamed Trabelsi in der blauen Ecke. Nico Samsonidis in der roten. Die beiden haben uns den Gefallen getan und haben auch die Shorts entsprechend gewählt. Und los geht's. Ich kann es nicht erwarten. Riesenkampf für die deutsche Szene. Zwei absolute Top-Jungs und ich glaube, dieser Low-Kick hat schon Wirkung gezeigt. Das glaube ich auch, steckt hier sein Jab durch, sehr, sehr entschlossen. Samsonidis im Stand. Ich bin auch auf die Taktiken gespannt der beiden. Wir sehen es hier, Trabelsi bewegt sich ein bisschen mehr. Ja, die Strategie von Samsonidis ist natürlich clever. Gleich von Beginn an die Mobilität wegnehmen, indem er diese Beine von Trabelsi mit Kicks malträtiert. Und zwar innen wie außen. Damit raubt der Trabelsi natürlich auch eine seiner größten Stärken, nämlich diese Top-Beinarbeit. Gute Treffer von Samsonidis. Sehr gut. Trabelsi muss ein bisschen aufwachen, darf nicht so sehr abwarten. Bislang kommt er gut durch mit seiner Taktik hier in der ersten Minute. Nico Samsonidis. Auch die linke Schlaghand hier einmal im Ziel gewesen. Und ich finde, er wirkt noch mal verbessert seit dem letzten Mal, als ich ihn gesehen habe. Das war im vergangenen Herbst bei der... Oh, da trifft diese Backfist von Trabelsi. Versucht, den Sack zuzumachen, aber Samsonidis ist wieder da. Nur kurz auf die Knie gegangen, hat sich sofort wieder gefangen. Aber das Ding war doch mal ein Warnschuss. Sah bislang so aus, als käme Samsonidis extrem gut in den Kampf. Als würde hier Trabelsi so ein bisschen die Butter vom Brot klauen. Aber dann das. Und das war eine klare Ansage, auch wenn Samsonidis diesen Kampf bislang bestimmt hat. Trabelsi ist da, Trabelsi ist gefährlich. Aus der Ecke, tanzen wird da reingerufen. Ja, und beweglich bleiben. Und genau das ist ja das, was wir auch gerade gesagt haben. Er muss mehr machen, muss sich mehr bewegen. Das ist seine große Stärke. Und er muss vor allen Dingen aktiver sein, mehr schlagen. Jetzt macht hier Samsonidis nicht nochmal denselben Fehler, nämlich im Clinch dann offen zu sein hinten raus. Die Low-Kicks gefallen mir sehr gut vom Berliner. Ja, dann schlägt doch immer wieder so eine kurze Rechte über die Deckung von Trabelsi. Inside-Low-Kick, Outside-Low-Kick, also das linke Bein schon stark malträtiert. Wir sehen auch Trabelsi, wie immer mal wieder die Auslage wechselt, jetzt schon. Sein ehemaliger Sparringspartner Cody Garbrandt aus den USA, früherer UFC-Champion, hat letzte Nacht verloren sein Comeback. Ist das ein schlechtes Vorzeichen für Mohamed Trabelsi? Wirkt fast ein bisschen überrumpelt, Trabelsi. Und jetzt will Samsonidis vielleicht ein bisschen zu viel. Das erste Mal, dass ich ihn hier schwingen sehe am heutigen Abend. Ja. Oh, die hat gesessen, die linke. Und die auch. Und ich glaube, er sucht hier das Finish.
Aber Trabelsi kann auch ein paar Hände nehmen, hat gute Nehmerfähigkeiten. Und ich glaube, der ist ein bisschen überrascht davon, wie aktiv Samsonic hier ist. Bislang war der im Stand eher einer, der auf Konter gewartet hat, der sich auch mal zurückbewegt hat. Der macht hier Druck, der geht nach vorn, der bestimmt hier das Tempo. Und überrumpelt den Münchner damit ein bisschen. Schön abgeklincht jetzt hier mit der Head Position von Samsonic. Schaut mal, wie er den Kopf hier benutzt und gegen das Kinn drückt von Trabelsi. Gut gemacht. Sehen wir mal, ob er auch den Level Change gleich macht und dann runter geht. Outside Trip Versuch. Jetzt am Boden. Trabelsi. Und obwohl er angeschlagen war eben, sofort rausgezirkelt in die Mitte des Cages. Also Trabelsi hat schon einiges an Erfahrung. Das sehen wir, dass er auch auf Autopilot hier noch so gut funktioniert. Samsonic hat noch eine Minute Zeit zu arbeiten. Ich denke, er hat jetzt jedem gezeigt, dass er im Stand nicht nur mithalten kann, sondern auch gefährlich werden kann. Schauen wir mal, ob er am Boden hier versuchen wird, noch in der ersten Runde den Sack zuzumachen. Bizepskontrolle sehr gut, Momo. Ruhig. Noch 45. Nein, ich bin entlassen. Samsonice müsste jetzt hier einmal versuchen, rüberzugehen. Oh, Trabelsi versucht rauszukommen, aber landet im Rear-Naked Choke. Ist das Ding eng? Ich sehe es von hier aus nicht richtig. Nein, ist noch nicht unter dem Kinn. Versucht, hat sich da wieder rauskämpfen können, aber der Rear-Naked Choke ist eine Spezialität von Samsonice. Ich habe mit seinen Teamkollegen gestern Abend gesprochen, die haben getippt. Rear-Naked Choke, zweite Runde. Oh, okay. Die Uhr tickt. Die rettende Pause naht. Und da kann er froh sein, dass die Runde jetzt gleich vorbei ist. Mohamed Trabelsi. Starker erster Durchgang für Nico Samsonice. Und da geht ein kopfschüttelnder Momo Trabelsi in seine Ecke. Aber hier ist noch nichts verloren. Es liegen noch zwei Runden vor uns. Dieser Kampf angesetzt auf 3x5 Minuten. Noch jede Menge Zeit für Trabelsi, hier das Ruder rumzureißen. Und hier sehen wir ein paar der Aktionen. Immer wieder diese schönen Low-Kicks. Und da war er, der Spinning, die Spinning Backfist. Wunderschön gemacht. Auch nicht einfach aus der Not geboren, sondern ordentlich vorbereitet. Und da waren ein paar gute Treffer dabei. Da wollte Samsonice mal den Sack zumachen, hat sich aber auch nicht ausgepowert zu sehr. Gute Runde von beiden. Und abgesehen mal von dieser Spinning Backfist, war nicht allzu viel an Offensive dabei, das auch angekommen ist bei Samsonice. Wir sehen es hier gerade eingeblendet. Am 4. Juni gibt es Brave Cage Fighting Championship 51 mit Grabinski gegen Martins. Also das solltet ihr nicht verpassen. Wenn ihr gerade euer Abo abgeschlossen habt bei uns, dann bleibt so lange bei uns, denn da seht ihr ein weiteres Top-Talent aus Deutschland in Action. Aber hier geht es erstmal um alles. Ja, Mohamed Grabinski macht da den... Oh! Oh! Oh nein! Oh nein! Bricht sich den Fuß bei diesem Kick. Mo Trabelsi, fairer Sportsmann, hat das sofort gesehen, entschuldigt sich da. Um Gottes Willen, was für ein Ausgang für diesen Kampf. Katastrophal aus der Sicht des Berliners. Wir sehen es hier sofort, das medizinische Personal auf dem Weg. Eine Verletzung, wie wir sie leider viel zu häufig sehen. Gerade in der letzten Zeit immer wieder sehen, diese gebrochene Unterschenkel beim Kick. Oh nein. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Trabelsi hätte ja die Chance gehabt, hier wieder zurückzukommen in den Kampf in dieser zweiten Runde. Wer weiß, ob er sich nochmal hätte umstellen können. Und genau in diesem Moment ist es eben so, dass eigentlich auch das Team gar nicht in den Cage geht. Das bekommen die Leute auch in den Rules-Meetings gesagt. Wenn euer Kämpfer K.O. geht, wenn er sich verletzt, dann bleibt außerhalb des Cages. Geht nicht mit rein, wir haben medizinisches Personal vor Ort, die kümmern sich darum. Wir sehen hier Trabelsi wieder zurück im Cage, aber kurzzeitig mal raus, weil er gesagt hat, ey, ich gehe lieber aus dem Weg, anstatt hier im Weg rumzustehen, wenn sich um meinen Gegner gekümmert wird. Wir sehen es ihm an, auch nicht glücklich mit diesem Kampfausgang, logischerweise selber geschockt. Und das ist es eben, die Athleten, die hier in den Cage gehen, die riskieren alles,
Und wir verschonen euch mit der Wiederholung dieser Bilder. Ich glaube, ihr habt gesehen, was da passiert ist. Muss man nicht nochmal drauf rumreiten. Was wir aber sehen, ist hier ein absolutes Fairplay der beiden Kontrahenten, die sich hier nochmal gegenseitig Respekt bekunden. Hoffen wir mal, dass Samsonice sich hier bald erholt. Er hat ja sogar noch fast ein Lächeln auf den Lippen. Also, ach Mann, 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 Mann. Diese Bilder auf der einen Seite schön, weil wir einen harten Kampf gesehen haben. Zwei der besten Kämpfer Deutschlands, die wirklich alles gegeben haben, aber dann nochmal ein bisschen Fairplay-Bekundungen. Aber auf der anderen Seite natürlich, diese Verletzung sieht furchtbar aus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie schade. Und das ist natürlich ein Sieg, den keiner will, und eine Niederlage, die sowieso keiner will. Hier ist Mohamed Trabelsi auch nochmal beim Trainer von Nico Samsonice. Gibt hier nochmal ein bisschen was zum Besten. Ich bin mal gespannt. Marc wird mit ihm mit Sicherheit auch gleich nochmal sprechen. Es gibt ja einmal Applaus für Nico Samsonice, der den Kampf seines Lebens gemacht hat, bis er hier sich verletzt hat durch den Block von Mohamed Trabelsi, der ihn hier wirklich bis nach draußen begleitet. Wir sehen es. Ah, herzzerreißende Szenen. Natürlich, Mohamed Trabelsi, auf der einen Seite ist er jetzt im Wechselbad der Gefühle, denn er hat diesen Kampf gewonnen, der für ihn auch so unglaublich wichtig war. Aber die Art, das kann auf keinen Fall die Art gewesen sein, mit der er gewinnen wollte. Wir haben es in seinem Gesicht gesehen. Er ist nicht zufrieden. Nicht zufrieden mit dieser ersten Runde, nicht zufrieden, wie diese zweite Runde natürlich jetzt geendet ist. Direkt am Anfang. Low Kick geblockt. Natürlich, den Block hat er gut gemacht. Wollte er seinen Gegner verletzen? Auf keinen Fall. Er hätte gerne weiterkämpfen wollen. Das werden wir gleich mit Sicherheit auch noch hören. Aber trotzdem wird das hier gewertet als TKO. Und dadurch haben wir einen neuen Champion. Und wir müssen es jetzt erstmal offiziell machen. Sieger des Kampfes nach 12 Sekunden in der zweiten Runde durch TKO in der blauen Ecke, Mohamed Trabelsi.